So, ich fange mit sechs Luftmaschen an. Ein Stäbchen in die erste Masche. Jetzt die Arbeit wenden, also erstmal drei Luftmaschen und sechs Stäbchen in die Luftmaschen. Dritte Runde, Reihe, vier Luftmaschen, zwei Stäbchen überspringen, drei feste Maschen häkeln. Zwei Luftmaschen und eine feste Masche in die Luftmaschen der Vorrunde. Drei Luftmaschen. Jetzt häkeln wir in die Luftmaschen sechs Stäbchen. Eine feste Masche in die mittlere Masche und dann in die Luftmaschen sieben Stäbchen. So, jetzt kriegen wir vier Luftmaschen für die nächste Reihe. Die ersten zwei Maschen überspringen wir. In die mittleren drei häkeln wir drei feste Maschen. Also die ersten zwei überspringen wir in die mittleren drei feste Maschen. Jetzt drei Luftmaschen. Jetzt überspringen wir wieder die ersten zwei Stäbchen in das dritte, erste, zweite und dritte feste Masche. Also ich stelle fest, dass bei mir drei Luftmaschen gar nicht ausreichen. Ich häkle dann fünf Luftmaschen. Das könnt ihr auch dann machen. Und wieder drei feste Maschen. So, dann häkle ich drei Luftmaschen und eine feste Masche am Ende der Reihe. Drei Luftmaschen und jetzt häkeln wir sechs Stäbchen in die ersten Luftmaschen. Eine feste Masche in die mittlere der Vorrunde und dann wieder sieben Stäbchen häkeln in die Luftmaschen, die nächsten.
und eine feste Masche in die mittlere Masche und dann 7 Stäbchen in die Luftmaschen. Jetzt können wir wieder 4 Luftmaschen. Die ersten 2 Maschen überspringen wir. Und wieder 3 feste Maschen häkeln. Ich häkle 2 statt 3 Luftmaschen 5 Luftmaschen. Gehe da wieder in das dritte Stäbchen und häkle 3 feste Maschen. Jetzt wieder 5 Luftmaschen. Die ersten 2 Maschen überspringe ich und häkle 3 feste Maschen. 3 Luftmaschen. Und eine feste Masche in die letzte Masche. Drei Luftmaschen. In die Luftmaschen 6 Stäbchen. In die mittlere Masche eine feste Masche, in die Luftmaschen 7 Stäbchen. In die mittlere Masche eine feste Masche und in die Luftmaschen wieder 7 Stäbchen. Eine feste Masche. Und wieder 7 Stäbchen. Falls sich der Rand zusammenzieht, kann man in der nächsten Runde statt 4 Luftmaschen 6 Luftmaschen anschlagen. Dann wird das Ganze ein bisschen lockerer am Rand. Dann wieder 2 Stäbchen überspringen und 3 feste Maschen häkeln. Und dann wieder 5. Luftmaschen, 2 Stäbchen überspringen, 3 feste Maschen, 5 Luftmaschen, 2 Stäbchen überspringen, 5 Luftmaschen, 2 Stäbchen überspringen,
Zwei Luftmaschen nach Muster mache ich noch zwei dazu häkeln und eine feste Masche. Eine feste Masche, genau. Man kann statt 7 Stäbchen auch 9 Stäbchen häkeln. Dann schaut es vielleicht ein bisschen besser aus, wenn es besser ausgefüllt ist. Mit 3 Luftmaschen beginnen. Dann häkle ich hier jetzt 8 Stäbchen. Oder man kann am Rand auch 6 Stäbchen lassen und hier in der Mitte dann 9 Stäbchen häkeln. Das mache ich so. Ja, ich finde 9 Stäbchen jetzt mit meinem Garn schaut es besser aus. Das könnt ihr auch einfach selbst ausprobieren bei dem Muster. Und so die Reihe zu Ende häkeln und die weiteren Reihen genauso arbeiten.